So, YouTube. Wir haben, ja, die Runde 2 von Geotastic gerade und, ja, haben echt Probleme, uns zu finden. Wir sind irgendwo in Brasilien. Route 114 finden wir nicht. Davor hatten wir schon eine andere Runde, die sehr lange ging. Die erste Stunde ist schon weg. Von daher müssen wir mal gucken, ob wir jetzt herausfinden, wo wir sind. Und anhand der Straßenschilder das zu triangulieren. Wo waren die denn? Da waren noch so ganz viele Straßenschilder. Wo drauf stand, wie viel Kilometer alles weg ist. Wo waren die denn? War noch hier irgendwo in der Kurve. Das Triceros. Ruta Provincial Nummer 114. Ja, aber wo waren denn... Waren die so weit hinten? Bin ich noch so weit gefahren, bevor ich den Punkt gesetzt habe? Nee. Doch, anscheinend schon. Hier sind die. Okay, nee, ist auch nicht. Attention. Nee. Die müssen genau hier irgendwo stehen. Ich sehe sie nur nicht. Nur das eine hier? Und da oben, das andere. Obere Alivar. Okay, sehen wir Alivar. Vielleicht fangen wir so an. Wo ist Alivar oder Postas? Anscheinend nicht hier. Also vielleicht heißt auch RN nicht der Bezirk, sondern nur Route Nummer 14 oder sowas. Also wir wissen, wir sind an der internationalen 114 oder nationalen 114. 116. Wir können ja mal gucken, wo die ist und wo sie hinführt. Vielleicht führt uns das eher zum Ziel. Normalerweise steht da nämlich der Bezirk dran, aber ich bezweifle, dass es diesmal der Bezirk war. Die 116 gibt bis hier und die 101 hier zieht sich durchs ganze Land. Wow. Na gut, ist ja auch Route National. Und wir suchen aber die 114 davon. Die 10. 115. Immerhin, nee, 135, ich dachte 115, aber hätte uns eh nicht geholfen, wir brauchen ja 114. Ich sag euch, das ist so ein ganz kleines Stück zwischen irgendwelchen Städten, die dann 114 heißt. Das andere, also die werden schon hier so angezeigt, ne? Wo hatten wir denn am Anfang gesagt? Also am ehesten dachten wir eigentlich ja hier unten. Gucken wir mal, ob hier die 114 irgendwo zu sehen ist. Oder führt direkt am Wasser oder sowas entlang. Aber Wasser habe ich jetzt nicht gesehen hier. Tja. Da haben wir so schöne Hinweise und keiner davon bringt uns irgendwas. Ich meine, im Dschungel gibt es halt nicht so viel Straßen, die irgendwie nummeriert sind. Boa Vista. Das war's dann da, glaube ich, auch schon.
Das ist ein anderes Land. Das macht schon Sinn, dass wir irgendwo da drüben vielleicht rumhängen, aber okay, also 114 ist zu klein zu sehen. Obera, sehen wir Obera? Nix von alledem taucht auf. Oh Mann. Es geht doch nur noch darum, das Richtige zu sehen. Sieh es doch einfach. Ich brauche bessere Augen. Wer kann mir seine Augen leihen? Uberaba. Psodas. Nix irgendwie. De Kakeris? Aber unseres hatte irgendein Vordings noch. Villa Bella Vista. Naja, fast. Ah, Mann. Okay, wir gucken, was oben dran steht. La Cruz. Ja, okay. Das hilft jetzt nicht viel. Dann fahren wir mal dahin. Da ist das Schild für die andere Seite. Da war Guravi, genau. Cruzo Cuita. Und Paso de los Libros. Aber nicht hilfreich, oder? Ist einfach zu groß, das Land. Brauchen wirklich den Bezirksnamen. Ich würde mal sagen, wir fahren auf die 114 rauf, oder? Ist das die 114? Da können wir nicht rauf. Das kann also nicht die 114 sein. Noch immer in Peru? Nee, Peru haben wir doch schon längst abgehakt. Wir sind schon in Runde 2. In Brasilien irgendwo. Aber ich will jetzt zur Route National. Die ging doch irgendwo hier ab. Aber an welcher Stelle? Ich kann ja nicht links oder rechts. Aber warum kann ich nicht auf die Route National? Kann ich nach La Cruz rein? Okay. Das wird auch nicht die Route National sein. Oh. Brasilien ist halt einfach zu groß. Und wir wissen ja genau, wo wir sind, aber ich sehe es einfach nicht auf den Karten. Das ist das Schlimme daran. Aber macht Sinn hier mit den Verkehrskontrollen bei der Menge an LKW. Ruta Provincial, hier ist sie. Okay, die will ich reinfahren. Aber... Oder sind wir auf der Ruta Provincial? Nee, da steht immer links oder rechts.
Aber hier kann ich nicht abbiegen. Das ist schlecht. Ja, die wäre hier links. Da komme ich nirgendwo rein. Doch, da. Okay. Okay, ich glaube nicht, was die bei Google sichtbar ist. Wenn das die Nummer 114 ist. Du Scheiße. Ich meine, so vom Gefühl her hat die Ecke am ehesten was von hier unten halt. Bei Uruguay. Porto Alegre habe ich nicht gelesen. Blumenau. Wir haben so ein ganz kleines Minikaff halt. Aber selbst die großen Städte stehen halt nicht in groß dran, weil es immer noch größere gibt. Ich dachte ja, auf der 114 stehen vielleicht irgendwelche Hinweise, die mir eher zeigen, wo ich bin. Wie gesagt, normalerweise haben die Straßen... Ah, das ist die 114. Ich bin zurückgefahren. Oh, der hat mich wieder umgedreht. Oh Mann, ich hasse es. Ja, man kann hier irgendwie nicht vorankommen, wenn man nicht die Maus, wenn man die Maus benutzt. Ich muss immer W drücken dann. Ja, okay. Es macht keinen Sinn, sich hier fortzubewegen. Ich glaube nicht, dass hier Straßenschilder oder irgendwas kommen. Das heißt, wir sind eigentlich auf einer guten Straße. Warum finden wir die nicht? Dann ist es RN nicht für den Bezirk, sondern Route National 14. Warte mal, Route National 14 haben wir vielleicht, also national, nicht, wahrscheinlich dann von der Lokaldings die 14. Ich weiß nämlich nicht, wie in Brasilien die 14 ist, nicht? Die 10 haben wir gesehen und ich glaube, die haben sonst alles eher dreistellig. 010 gibt's halt noch und das war's. Hier ist die 010. Das heißt, Route National muss wirklich eine Ministraße sein. Dabei ist die gut ausgelastet. Ah, gut. Also wenn hier was kommt, glaube ich eher an andere Dinge. Ich fahre jetzt noch mal so ein Stück bis zur nächsten Kurve und dann starten wir noch mal am Startpunkt und fahren mal in die andere Richtung. So. Hier ist ein Hotel. San Expedito. Einfach im Nirgendwo. Las Palmas. Natürlich, Las Palmas Hotel. Willkommen auf der Wiese. Viel Spaß beim Schlafen. Also da wird nicht viel kommen. Ach, wir starten direkt hier. Das ist unser Startpunkt, Tres Ceres. Okay,
März an auf der Straße langfahren, bis was Besseres kommt. Aber ich meine, was soll ein Besseres kommen, als beide Richtungen alle Städte nahmen? Die Route National können wir vergessen. Ich dachte, das ist nämlich eine große Straße. Bin schon gewundert, wie ich die übersehen konnte. Nord-Süd geht die. Hilft mir das? Nur bedingt. Auf jeden Fall sieht das hier nicht nach Dschungelvegetation aus, nicht? Das sieht wirklich eher nach Argentinien, auch von der Fläche, Flachheit, nicht? Man sieht nicht einen Berg. Ich meine, gut, Brasilien ist jetzt auch nicht das Land der Berge, nicht? Aber die haben immer mal wieder so kleine Dinger. Das könnte schon überall sein. Aber ich würde fast echt... Fühlt sich an, als ob wir hier sind. Aber da gibt es halt diese ganzen Städte nicht. Also ich glaube, ohne Obero zu finden, finden wir den Rest nicht. Und Obero war 300 Kilometer weg. Das heißt, Obero muss richtig groß sein. Zumindest müsste es in dieser Größe auftauchen. Das Einzige, was passieren kann, dass es von einer anderen großen Stadt überlagert wird, aber dann frage ich mich, warum gibt man nicht die andere größere Stadt an? Nicht in der Zoom-Stufe. Ich meine, allein das hier sind ja zig, 100, 200, 300, 400, 500 Kilometer, nicht? So ein Ausschnitt. Das heißt, ich müsste eigentlich in dieser Zoom-Stufe suchen, wie ich in anderen Ländern suche. Und das wäre der hier. Das ist halt einfach verrückt. Das heißt, wir müssen mindestens das Municipidad irgendwie eingrenzen können. Oberon oder Obera? Oh, weiß ich nicht mehr. Muss was Großes sein. Zumindest mittelgroß. Ah, warte, da sind Bezeichnungen wieder. 580. RN114. Oder RN14. Das Problem ist, die Zahl ändert sich halt. Nicht, die ist nicht fix. Also man kann jetzt nicht sagen, ah, das ist die 580, weil vorhin war 578, das ist die Kilometeranzahl. Das heißt, die Scheißstraße ist super lang, auf der wir sind. Und das RN14 ist Route National 14, aber ich weiß nicht, in welchem Bezirk. Also hilft mir das noch nicht viel. Okay, Geschwindigkeit reduzieren. Route National 14, Kilometer 613. Wow, ja, das weiß ich auch. Du hast es gefunden. Dann lass mich weitersuchen. Wir brauchen keine Tipps.
Kita-san. Ich muss mich da selber durchquälen. Ohne diese Pein macht das Spiel sonst keinen Spaß für mich. Aber wichtige Frage, ist dein Browser Englisch oder Deutsch eingestellt? Oder dein System? Weil das soll wohl einen großen Unterschied machen. Wenn man auf Deutsch spielt, da werden nämlich nicht alle Sachen angezeigt. Und das scheint manchmal wirklich so zu sein. Ah, hier haben wir wieder den Doppler-Effekt. Zweimal Müll. Umberas auf unserem Planeten. Würde ich noch nicht unterschreiben. Auf meiner flachen Erde ist kein Platz für Obera. Hier. Kurutsu Kutatsia. Santo Tommel. Postas. Ich meine, das ist Santa Cruz. Hilft mir nur nicht. Würde halt einfach helfen, wenn die auch mal eine vernünftige Nummer ranschreiben. Obera ist nicht in Deutschland. Bist du dir da 100% sicher? Ich wollte noch auf die andere Seite, nicht? Santo Tommy, was das? Warum gehe ich eigentlich von Brasilien aus? Frage ich mich die ganze Zeit gerade. Nur weil ich vorhin eine brasilianische Flagge und BR gesehen habe, nicht? Aber es war nur auf dem LKW. Es ist so lange her, der Anfang, dass ich nicht mehr weiß, warum ich das entschieden habe. Obera wird schon auf deiner Karte angezeigt. Ja, das glaube ich. Die Straße nimmt auch kein Ende. Rosario. Policias, Hospitale, Emergencinas. Immerhin. Du meinst aktuell? Oh. Nee, ich sehe Uberaba. Das sehe ich immer die ganze Zeit. Es kann aber auch nur die Ecke sein von der Sprache her. Also, ich habe ja am Anfang sofort hier auf diese Ecke getippt. Weil ich habe nicht einen der Namen bisher gesehen. Wähl mal 911 und frag nach dem Weg. Ja. Weiß gar nicht, wird in 911 in Europa weitergeleitet? Für Touristen, die es nicht wissen? Boah. Die Straße ist echt eine Qual, nicht? Ich glaube nicht, dass ich halt mehr Hinweise kriegen werde. Eigentlich sind die Hinweise auch gut, ich sehe sie halt nur nicht.
Das waren diese Momente, wo ich Geotastic dann irgendwann hassen gelernt habe. Ich weiß auch nicht, wie ich hier 49 Minuten verballern konnte. Ach so, ich war auch 20 Minuten in der Pause. Okay, also eigentlich sind wir noch erst 29 Minuten hier. Das geht ja fast noch. Im Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. Wenn zu viele Infos, nehmen die Augen gewisse Dinge nicht mehr auf. Aber meine Augen sind sowieso ein bisschen zu schlecht. Ich bräuchte es in größer. Ich finde halt Google absolut schrottig, was Accessibility angeht. Die müssten halt echt ein Ding von der EU raufkriegen, dass die Schriftgrößen nicht einstellbar sind von der Karte. Eigentlich müsste dafür Maps verboten werden in Europa. Ich meine, was sind das für kleine Pupsdinger und dann auch noch unscharf ganz oft? Das kann ich selbst mit Brille kaum lesen manchmal. Das, was du suchst, ist eigentlich groß genug. Das weiß ich auch selber. Das habe ich auch schon vor 30 Minuten gesagt, dass Obero richtig groß sein muss. Und das Gute ist, wir stehen direkt an der Straße zu Teceres. Vor La Cruz, nicht? Also, das ist schon optimal zu finden. Größere Schrift, weniger kann angezeigt werden. Da muss man sich ein clevereres System überlegen. Da gibt es bestimmt Mittel und Wege, wenn sich ein paar clevere Leute zusammensetzen, dass die da was herausfinden. Die Schrift Obera Maps wird groß angezeigt. Okay. Aber ich bin schon mehrfach über die Karte gegangen, nicht? Ich habe es einfach nicht wahrgenommen. Ich gucke auch immer nur in diesem Bereich, nicht? Ich glaube, als Chat guckt man eher hier immer hin und ich gucke halt immer nur hier hin, wo halt auch die Maus ist. Deswegen nehme ich so eine Sachen, wenn ich hier so rüber scrolle, nehme ich das hier manchmal nicht wahr. Oder ich nehme das hier wahr, dann scrolle ich und dann nehme ich das wieder wahr, aber das vergesse ich. Sehe es auf jeden Fall nicht. Nischt sich. Genau wie ich die 14 halt auch nicht sehe. Aber es gibt auch keine 14. Es gibt nur eine kleine 14 irgendwo, wenn man ranzoomt dann. In der Zoomstufe müsste das sein. Das wäre gut. Hilft mir nicht.
Wenn da hinguckst, wo der Cursor nicht ist, guckst du nicht richtig. Das Problem ist, der Cursor war schon überall. Nur nicht in Obero. Vor allem sonst steht in Brasilien am Rand immer auf diesen Schildern RN eigentlich für den Bezirk. Deswegen habe ich so viel Zeit verloren, weil ich habe dieses N gesehen und bin hier oben hingegangen. Aber dass es nur Route National heißt, ist halt, hat mich total rausgehauen, nicht? Und deswegen habe ich hier ewig gesucht die ganze Zeit und nichts gefunden. Ich glaube, das hat mich die ersten 25 Minuten überhaupt gekostet. War ich nicht schon an diesem Schild? Fahre ich gerade schon wieder zurück? Haben wir uns schon wieder getauscht? Oh, wenn jetzt Google mich aus Versehen umgedreht hat, drehe ich am Rad. Mein Gehirn ist sogar so, dass ich mir einfach nicht merke, in welche Richtung ich fahre. Hier wird nichts kommen. Also das Einzige, was ich echt machen kann, ist zur nächsten großen Kreuzung fahren. Ich ziehe das durch. Das Spiel wird nicht gewinnen. Wir werden die genaue Position extrahieren. Und nur weil meine Augen die Stadt nicht sehen, heißt es noch gar nicht, dass wir verloren haben. Oh, können wir endlich mal überholen? Danke. Oh nee, jetzt hängen wir schon wieder hinter dem. Dadurch sehe ich die Schilder auch nicht rechtzeitig, nicht? Können wir jetzt mal überholen? Mann, ist hier ein Verkehr. Du, 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 du. Mann, das Google-Auto hat Vorfahrt. Fahr doch mal rechts an den Rand. Endlich, mein Gott. Alles muss man hier selber machen. Hier. Argentinien. Siehste, das ist doch der richtige Hinweis. Aber vorhin stand irgendwo Brasilien dran. Treceros, da sind wir. Pff, direkt gefunden. Nicht mal Oberon gesehen, Treceros. Okay, wenn jetzt hier noch ein La Cruz ist. Aber es könnte natürlich zig Treceros geben, nicht? Davon mal abgesehen. Aber ja, hier ist kein La Cruz daneben. Aber das suchen wir auch, Treceros. Santa Cruz, Bianco. Am Zipfel. Gibt so viele Zipfel. Deswegen hat die Sprache auch nicht gepasst, nicht? Aber warum stand auf dem einen Schild echt dann drauf? Okay, also ich sehe es trotzdem nicht.
Stand auf dem einen Schild dann drauf Brasilien. Das hat mich echt aus dem Leben geholt. Wo ist denn Oberon? Hier im Zipfel? Aber jetzt wissen wir ja die 14, nicht? Und die 114. Ich habe mich nämlich gewundert, warum da Brasilien stand. Ich sehe auch hier die 14 und 114 nicht. Ach, leckt mich doch alle heute dreimal. Scheiß Argentinien, scheiß Brasilien, fliegt alle außer EM. So, jetzt habe ich es ihnen gezeigt. Die dürfen einfach nicht teilnehmen. Eine 17, immerhin. Jetzt das ganze Land ab. Ist mir scheißegal. 16. 12. Natürlich sehe ich 16 und 12. Ich brauche die 14. Gebt mir jetzt eine 14. Wenn ihr mir nicht die 14 gebt, zünde ich alles an. Dann tue ich natürlich nicht. Ich habe noch nie was angezündet. Noch nie. Außer eine Kerze. Doch, Kerzen habe ich angezündet. Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, elf, eins, zwei, drei, dreizehn, elf, dreizehn, elf. Okay, aber Oberon muss doch groß sein, haben wir gesagt. Muss ich das sehen, Alter? Leco mio loco. Okay, vielleicht sehe ich ein paar der anderen Städte. Warum können wir nicht einfach in Bahia Blanca mal starten? Oder irgendwie sowas. Ist doch ein Dreck, ist das doch. Nimm deinen Rad und fahr selber hin zum Kritisieren. Ja, mache ich auch. Warum machen sie eine Weltreise? Um Argentinien in den Popo zu treten. Hier ist die 14. Obera, da ist es. Oh, in dieser scheiß Enklave. Deswegen stand auch Brasilien dran. Bei dieser... Oh, leck mich doch einfach. So, aber das ist 300 Kilometer von uns weg. Santo Tomé, das ist auch ein bisschen von uns weg. Das stand auch drauf. Pedro P. Auch schon nicht mehr aktuell, nicht? Okay, aber dann haben wir zumindest hier die Ecke. Jetzt gehen wir zurück und lesen die Schilder. Die westliche Küste vorlesen lassen oder Sounds abspielen, was? Die Nachricht ist gerutscht in dem Moment, wo ich sie gelesen habe. Die westliche Küste sieht ja schon echt zerpflückt aus, muss man sagen, ja. Und sieht deswegen wahrscheinlich in echt, echt gut aus. Postas haben wir auch noch. Aleva. Postas. So, wenn du 300 Kilometer weg bist und du liegst Richtung Norden. So, dann sind wir irgendwo eher hier. Jetzt auf der anderen Seite
aus einer Schild der anderen Seite. Was hier oder muss ich da auf die andere Richtung fahren? Muss ich in die andere Richtung fahren, nicht? Wenn ich den nochmal finde, wo hier Brasilien dran stand am Start. Gurivani. La Cruz. Okay, dann werden wir da sein. 114,14. Mein Gott. Jetzt habe ich wirklich alle. Ich habe alles gesucht, da ist Gurivari. Okay. Aber La Cruz habe ich jetzt gesehen. Ist doch gar nicht so klein. Da müssen wir ja eigentlich genau dort stehen oder sowas. Also die Straße geht. Nordosten. Das könnte hier sein. Es gibt aber nur diese drei Punkte, wo man in die reinfährt. Die 145 habe ich nicht gesehen, nicht? Die 114. Da kommen wir hin. Das heißt, irgendwo auf diesem, da oder hier stehen wir. Und hier macht die einen Bogen nach Süden, die Straße. Das ist auch eine Schiene. Das ist natürlich super. Okay, warte, die Schiene ist hier. Die Schiene ist südlich. Dann stehen wir direkt vor der 114. Ist das hier die 114 gewesen, nicht? Ja, okay, das ist die 114. Dann stehen wir ein Stück nördlich davon. Das könnte dieser Weg sein. Das könnte dieser Weg sein. Dann stehen wir... Ich würde sagen, wir stehen davor, oder? Die ist echt nicht so weit weg. Ich würde schon fast sagen, wir sind eher hier. Das da dürfte das sein, nämlich. Oder das. Hier ist Holzverarbeitung. Ach komm. Puh, Glück gehabt, doch so weit hinten. Krass, wie man das denn verschätzt durch die Zoom-Stufen, nicht? Hier war ich ja erst. Und dann bin ich dicht daran immer weiter. Mein Gott. Oh, guck mal, wie weit wir gefahren sind. Fast nach Gurivari rein. Und das sieht trotzdem nicht so viel aus, wenn man rauszoomt. Wir haben Brasilien besiegt. Wup, wup, wup. Endlich gefunden. Ist aber 300 Kilometer von uns weg. Vor allem, warum man diesen kleinen Pissort da ranschreibt. Ey, aber kommt. Dafür werden wir hier mit dieser View gerade belohnt. Prost da drauf. Hier wollen wir eigentlich nicht mehr weg, oder? Also, wer mir hier die Villa kauft, ich wäre dafür. Könnt ihr mir gerne überschreiben. Ihr kriegt auch einen Euro. Wir haben aber Brasilien besiegt. Weil Brasilien schuld war. Christian Duhane. Renan. Fosse. Na, guckt. Auf dem Mülltonnen steht oft was drauf, aber ist zu klein. Wir bräuchten einen auf der linken Seite, die direkt vor uns steht. Sieht sehr gepflegt aus hier aber. Also gefällt mir sehr, sehr gut. Bis auf die Straße. CT Drive. Könnte Guam oder sowas sein. Autos fahren rechts. Ich glaube in Guam. Was links? Wilhelmstedt oder sowas?
Ah, schon schick. Oder einfach nur klassisch USA, aber hat irgendwie mehr was von der Insel, oder? Florida oder Miami? Coastal. Weiß nicht. Oh, der Coastal-Container ist weg. Ich wollte auf ihn raufgucken nochmal. Also auf jeden Fall nicht Australien und Neuseeland. Und nicht Südafrika. Nicht Japan. Wo ist noch Linksverkehr? England ist es auch nicht. Okay, aber sieht schon sehr reich aus, die Ecke. Du hast schon recht. Für eine Insel, die Inseln sehen meistens nicht so reich aus. Steht da vielleicht Orlando Bank oder sowas? Optimum Bank. Oh, das hilft mir jetzt nicht weiter. Gibraltar Title, Closing, Gary Singer Law. Gigabar. Sean Paul Diamonds. Do not block intersection. O Flossery Team. Scuba Network. Ah, da waren Flaggen. Black Pearl Tavern. Also wenn würde ich auf Miami tippen, nicht? Bei den Gebäuden. Weil die Palmen in Florida sind höher, glaube ich. Und die, da gehen die Blätter eher nach unten. Zumindest auf den Geotastic Timeguesser-Fotos war das immer so. TRR Bank. US One. Okay, also doch keine Insel. Aber vielleicht dieses Marshland da in Miami. Könnte. Bank of America. Okay. Oh, Straße. Da haben wir's. Nee, Speed Limit, das wollen wir nicht. Wo ist denn die Straße hin jetzt? Da, die 1 nach Süden. Was haben wir denn hier? Haben wir hier eine 1? Die 1 nach Süden, ja, dann sind wir, bam, in Miami. We need it, Miami. Welcome to Miami. Das passt auf jeden Fall schon sehr gut. Okay, gehen wir nochmal zurück und gucken mal. Wir sind ja über irgendeinen Fluss gefahren. Das könnte der hier gewesen sein. Kann eigentlich nur der gewesen sein. Die anderen sehen, okay, oder der hier. Gibt's oft solche Dinger. Wir fahren nämlich mal in die andere Richtung, wenn wir hier rausfahren. NE 58 Nordost 58 Südwest Nordwest Südwest Shit. Okay, die fangen öfter. Achso, das ist Lord Fordadale schon. Okay, wo ist denn hier Nordost? Nordost 58.
70, 71. Nordost 58. Bayview Drive. Ey, Bayshore Drive. Ich hab schon gedacht, wir haben's. Wow, es gibt kein Bayview Drive. Es gibt Biscayne Boulevard. Aber warum heißt du Bayshore und nicht Bayview? Oh Mann, das ist doch kacke. Hier ist denn schon... Hier ist noch NE58, aber hier schon Terrace. Aber Bayview passt schon ganz gut. Bayview Road. Okay, wir müssen herausfinden, wie die große Straße heißt, nicht? In welche Richtung muss ich? In die, glaube ich. Ist halt blöd, dass die Stadt da auch immer ineinander übergeht, nicht? Gleich in die nächste. Die Straßen in den USA, alles rechtwinklig, finde ich so grottig. Ja, gut, aber eigentlich recht praktisch, nicht? Und hier, ich meine, Bay Cullen Club. Die hier gehen ja auch nicht alle eckig. Je älter die Städte, desto desto geschwungener und enger sind die ja auch, nicht? Desto europäischer ist es. Right lane must turn right. Okay, wie heißt du denn hier? Bayview Drive? US 1. Okay, wir sind auf der US 1. Das macht die Sache auf jeden Fall einfacher. Wo ist die 1 hier? Die da. Bayshore Drive wieder. Wir suchen den Bayview Drive. Kann ja eigentlich denn nur in der nächsten Stadt wieder sein, nicht? Weil hier passen ja dann die Dinger nicht mehr. Das heißt, wir können die 1 eigentlich jetzt bis Kane Park. NE 110. Bei Hollywood. Hier ist Hollywood. Mann, sagt mir das doch. Hier fangen NE an wieder. Hier schon wieder Südosten. NE geht nur bis 5 hier. 10. NE. NE 18. Oakland Boulevard. Commercial Road 56, 58, Bayview Drive, da haben wir es doch. Da sind wir. Wir sind in Pompano Beach. Oder Fort Lauderdale noch. Okay, wir sind bei 58, Ecke
Bellevue Drive und wir stehen hier vorne drin. Krass. Beim ersten Haus hinter dem Dots vor der Garage. So, wir checken nochmal. Die Bank habe ich gefunden. Wir haben's doch. Oh! 57 starten wir. Gut, dass ich nochmal nachgeguckt habe. So. Finish. 2 Meter. Und damit Runde 4 erst. Hey, gibt's da zweimal die 58? Naja, es gibt Miami, Lord Fauderdale, Hollywood, und jede Stadt hat Südosten, Zentrum, Nordosten, Süden und Norden, Süden und Norden. Und die 1 geht durch alle durch. Das war halt tricky, nicht? Also wir waren nicht in Miami, sondern in Pompano Beach. Oder wie es hieß. Radfahrer. Kirgisistan hätte ich spontan gesagt. Ja, aber irgendwo Osteuropa, nicht? Wow, also in die Richtung können wir schon mal nicht weiterfahren. Das heißt, wir sind in irgendeinem Ende an einem Industriegebiet. Was für ein Scheiß. Amerika halt. Aber ja, pro Stadt können sich Straßennamen ja doppeln. Das ist bei uns ja aber auch so, nicht? Nur, dass es da Zahlen sind. Nyírásapad, Ungarn? Europaifalu. Oder Rumänien oder sowas vielleicht noch. Piki ABC, Arani Azok, Josefa Astila, uff. Posta. Da vielleicht was? Aber wisst ihr, was das viel Schlimmere ist? Die Folge ist schon vorbei und deswegen wird das diesmal ein Dreiteiler.